Die Römer sind besonders als Allrounder und anfängerfreundliches Volk bekannt, aber zumindest in Theorie haben sie zwei Zauber, die ihnen auch in ausgedehnten Spielen einen großen Vorteil verschaffen würden. Fischreichtum und Rohstoffe auffrischen, welche jeweils Fisch- oder Bodenschätze erzeugen, die von Fischern oder Minen gefördert werden können. Aber wie diese Zauber funktionieren, ist nicht wirklich klar. Diese Unklarheiten versuchen wir heute zu beseitigen, ich empfehle euch aber, vorher mein Video zu den Minenmechaniken anzusehen, da es einige interessante Vorkenntnisse enthält. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wieso ich diese beiden Zauber in einem Video behandle. Ich glaube, dass die Zauber auf gleiche oder zumindest sehr ähnliche Weise arbeiten, denn im Editor wird deutlich, dass für das Spiel Fische und Bodenschätze letztendlich das gleiche sind. Das eine halt im Wasser, das andere im Gebirge, aber beide werden vom Editor auf die gleiche Art platziert und behandelt. Ich fange mit Fischreichtum an, da er einfacher sein dürfte und kann mit etwas Glück dann von da aus auf die Funktionsweise von Rohstoffe auffrischen schließen. Die ersten Testergebnisse waren erschreckend, denn so wie es aussah, konnte der Zauber nicht nur keine neuen Vorkommen erzeugen, auch auf bestehende Fischbestände hatte er scheinbar keine Wirkung. Schnell stellte sich heraus, dass Flüsse offenbar nicht beeinflusst werden, obwohl auch in ihnen Fische vorkommen können. Als ich sie gegen normales Wasser austauschte, wurde schnell deutlich, dass der Zauber hält, was seine Beschreibung verspricht. Auch an Orten, an denen es zuvor keine Fische gab, konnten Fischer nun gut arbeiten. Ein kurzer Test bestätigte auch, dass ein Feld mit einem Fischvorkommen, genau wie bei Bodenschätzen, bis zu 15 Fische hergibt, wobei springende Fische erst ab einem Rohstoffwert von 3 erscheinen. Wenn ich die Werte in der Magic Config richtig deute, füllt jede Anwendung die Fischbestände in den betroffenen Feldern um 40 bis 60%, also 6 bis 9 Fische pro Feld. Ich konnte auch bestätigen, dass die Reichweite des Zaubers 15 Felder beträgt und sogar andere, nicht verbundene Gewässer in der Nähe betroffen werden. Allerdings können meist nicht alle betroffenen Felder vom Fischer erreicht werden. Die besten Ergebnisse erreichte ich mit kleinen Teichen wie diesem, wo eine Anwendung meist 30 bis 40 Fische hervorbrachte. Gerade Küsten waren deutlich weniger effizient mit um die 20 Fischen, da weniger der betroffenen Felder für den Fischer erreichbar sind. Der Zauber kann auch mehrmals auf einer Stelle angewendet werden, öfter als zweimal hintereinander ergibt jedoch wenig Sinn, da die Grenze von 15 Fischen pro Feld weiterhin gilt. Schmale Wassergräben und einzelne Wasserfelder solltet ihr meiden, da die Erträge sehr gering sind. Hier scheint eine Kompensation nach unten stattzufinden. Rohstoffe auffrischen verspricht den gleichen Effekt für Bodenschätze, aber nicht nur der Preis ist anders. Zum einen kann dieser Zauber keine Rohstoffe erzeugen, wo nicht schon welche sind. Das ergibt soweit Sinn, da jedes Geländefeld im Gebirge einen von 5 verschiedenen Rohstoffen enthalten kann. Der Zauber müsste zufällig entscheiden. Allerdings funktioniert der Zauber auch nur an Orten, an denen sich noch Rohstoffe im Boden befinden. Wenn eure Minen nichts mehr fördern, ist das auch für diesen Zauber bereits zu spät. Was den Effekt angeht, scheint Rohstoffe auffrischen mit den gleichen Zahlen wie Fischreichtum zu agieren, aber die zusätzlichen Rohstoffe werden hier anhand der noch übrigen errechnet. Da das Ergebnis einer Multiplikation mit 0 immer 0 ist, ist ein komplett erschöpftes Vorkommen nicht mehr zu retten. Im Gegensatz dazu scheint Fischreichtum den Maximalwert von 15 Rohstoffen pro Feld als Grundwert zu nutzen. Aber dann fiel mir noch etwas auf. Zunächst hatte ich mit einem einzelnen Rohstofffeld getestet und hier verhält sich der Zauber wie erwartet, aber dann fügte ich mehr Rohstoffe hinzu, sodass wir einen Kreis aus 7 Einserfeldern hatten. Die Mine förderte 7 Rohstoffe, aber wenn ich vorher einmal den Rohstoffzauber einsetzte, waren es plötzlich ganze 30. Ich hatte einige Theorien, wie diese Ergebnisse zustande kamen, aber keine hielt näherer Betrachtung stand. Letztendlich führte ich eine weitere Testreihe durch, bei der ich den Ertrag einer immer größeren Menge an 1er und 8er Feldern nach einer Anwendung des Auffrischungszaubers ermittelte. Bei den 1er Feldern stiegen die Erträge meist um 300 bis 400%, während es bei den 8er Feldern zwischen 40 und 60% waren. Die Werte in der Magic Config scheinen also zu stimmen. Erst bei 20 Feldern gab es hier Abweichungen, auf großen Gebieten scheint er deutlich schwächer zu werden. Der Zauber scheint also sein Verhalten auch ein Stück weit der Umgebung, in der er angewandt wird, anzupassen, aber im Gegensatz zum Fischreichtum kompensiert er bei kleinen Gebieten nach oben. Warum das so ist, kann ich aber ohne Wissen über die Art und Weise, wie der Zauber programmiert ist, nicht erklären, und die Stärke des Effekts scheint bei beiden Zaubern hardcoded zu sein, damit kann ich also nicht experimentieren. Was ich aber bestätigen kann, ist, dass auch dieser Zauber mehrmals hintereinander auf die gleiche Stelle angewendet werden kann und es auch egal ist, ob am Zielort bereits eine Mine steht. Lasst euch also nicht von dem unter den Minenteil in der Beschreibung des Zaubers irritieren. Es können außerdem mehrere verschiedene Rohstoffe von einer Anwendung betroffen werden. Mit dem Zauber wäre es möglich, ein rohstoffarmes Gebiet aufzuwerten, am besten bevor man dort Minen baut, aber zumindest bei großen Gebieten kann es passieren, dass selbst 20 Anwendungen es nicht maximieren. Meine 8er Felder im Test wurden dagegen schon nach 2 Anwendungen maximiert. Geologen können aber, sobald bereits von ihnen gesetzte Schilder verschwunden sind, durchaus den Unterschied erkennen. Damit komme ich zu einem eher gemischten Ergebnis. Fischreichtum ist möglicherweise der beste Nahrungszauber, abgesehen von dem der Trojaner, wobei die Konkurrenz aber auch nicht groß ist. Solange ihr den Zauber nicht auf Flüsse anwendet und möglichst kleine Seen, aber keine einzelnen Wasserfelder wählt, könnt ihr wenig falsch machen. Rohstoffe auffrischen ist potenziell sehr mächtig, müsste aber proaktiv angewendet werden, und das spiegelt euch nicht die nötigen Informationen, um das zu tun. Die Produktivitätsanzeigen der Minen sind nicht aussagekräftig, was die verbleibenden Rohstoffe angeht, und Geologen erfassen nicht jedes Feld, da die von ihnen platzierten Schilder einen gewissen Abstand haben müssen.
Je nachdem, was ihr sonst noch braucht, seid ihr im Zweifelsfall mit dem Geschenkzauber besser bedient, der noch dazu allen Völkern zur Verfügung steht. Und auf rohstoffreichen Karten ist es letztendlich besser, einfach mehr Minen zu bauen. Insbesondere, weil die Römer zwar durchaus nützliche Zauber, aber eine sehr launische Mana-Produktion haben.